Und ja, du warst beim letzten Mal, also wir müssen die Zugbrücke runterkriegen. Genau. Ah ja, da war ich ja mega total verwirrt und hatte keine Ahnung, was ich tun muss, aber... Vielleicht kriege ich das ja jetzt besser hin. Ich war halt einfach fertig, wie man es nach so einem langen Stream ist. Also heute, würde ich es verstehen. Also ich würde ja jetzt so ganz unvoreingenommen behaupten, dass das irgendwo da oben ist. Und da ist auch so ein Kreis. Also wir müssen irgendwie da hochkommen. Denn so eine Zugbrücke darf natürlich nicht leicht erreichbar zu öffnen sein. Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Nun. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Paralupix, wir nehmen an Mattas PC auf. Die Hardware von Mattas PC, weiß ich gar nicht, also ist ungefähr so wie meine. Kannst du auf meinem Streaming-Kanal schauen. Stimmt. Klick einfach auf meinen Namen und da steht meine Hardware eigentlich. Genau. Relativ aktuell, hoffe ich. Steht auf ihrem Kanal. Wow. Und aber die ist nichts Dolles, also 4 oder 5 Jahre alt inzwischen. Ja. So. Hallo auch Nomad. Hallöchen. So, also wir kommen da nicht hoch. Ist das jetzt irgendwie sinnvoll, was ich hier mache? Ich will erstmal verstehen, was ich jetzt überhaupt machen muss. Also er sagt, man kommt da nicht hoch, weil die Stufen kaputt sind? Genau, wahrscheinlich ist... Diese. Ja, diese, genau. Die Treppe ist kaputt und da musst du hoch, um daran zu ziehen, an diesem Rad. Dann verwandelt sich die Wüste in ein Schiff und du fährst, die Insel verwandelt sich. Die Wüste sich, selber die verwandelt, Insel verwandelt sich, in sich in ein Schiff und du steuerst es dann mit diesem Steuerrad. Genial. Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Im Turm, also wir sollen dahin. Na gut. Und wir benutzen die neueste Version von OBS Plattform, Multiplattform. Steht auch alles in meiner Stream-Beschreibung, so softwaremäßig. Und auch die Mikros und so. Ja, also. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, hallo, abgesehen davon. Anne Bonny. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Klar. Nun. Jeffrey muss auch sie eingeladen haben. Doch, ich mach mal ein bisschen lauter, weil sonst versteht man gar nichts. Wird es so auch für die Zuschauer lauter, oder? Nein, dürfte nicht. Dürfte nicht. Ja. Okay. Kiste, ganz oben im Turm. Aber es ruckelt. Wir starten das mal gerade neu. Ja. Sorry dafür, aber meistens haben wir das Problem dann ja nicht mehr. So. Ich weiß auch nicht, was das immer ist. Sollte jetzt besser sein. Yep. Yay. So, ich glaube, du musst da hoch wahrscheinlich. Mhm. Kann man die Kisten irgendwie schieben oder sowas? Nein. Nein. Aber wie komme ich da hoch? Da hast du beim letzten Mal auch stecken geblieben, ne? Ja. Da. Ach da, ja. Da. Ach, guck mal, da liegt was. Was ist das? Das ist so ein One-Hit-Revolver. Oh, schön. Muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Okay, für euch ist der Ingame-Sound auch sehr leise. Hätte ich auch erwartet. Du kannst mal in den Optionen die Stimmen gucken, ob sich das verstellt hat. Da dürfte sich nichts verstellt haben. Okay. Wir können es halt nicht sehr, sehr viel lauter machen. Die Stimmen sind halt, die kann man, dann müssten wir halt alles andere leiser machen. Es ist halt alles schon mega leise gestellt. Also ich. So. Stimmt, heute ist Freitag der 13. Stimmt. Ja. Ganz vergessen. Stimmt. Es ist ein zum Unglück verdammter Stream. Och nee. Och nein. Hinter dir direkt? Kann es sein, dass über dem Fenster. Nee. Hä, wo ist das Fenster hin? Welches Fenster? Du bist doch gerade durch ein Fenster da hingesprungen. Ach, da. Da hoch müssen wir. Ah, okay. Ist ja wie Funkturm erklimmen. Ja. So, diese Balken wahrscheinlich.
Hallo Irban Mutaris und hallo Normand und hallo I Hate Shelly. So, Nate, wo möchtest du denn jetzt hinklettern? Ah ja. Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Bumblebee, Marco, geh ja früh schlafen am Samstag. Will dich in Bestform sehen beim Speedrun Ritzmitz. Hey Leute, ja, Mama. Dankeschön, Bumblebee. Ich werde mein Bestes geben, darauf kannst du wetten. Will ja nicht, will mich nicht blamieren. Bingo. Sam, Speziallieferung. Alter! Yay, das ist voll lustig. Das ist geil. Aha. Au. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Wahnsinn. Gut, komm bis gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Oh, und danke schön natürlich, Bumblebee. Well. So, er fährt das Auto ran. Das Auto? Ach so, ja, du meinst... Meint er. Ich dachte, du meinst die Kiste. Nein, nein, er fährt das Auto ran, hat er gesagt. Ja. Moment. So. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Oh, Undercover Kicks, hi. Eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Auch Rufus hat sich den Silberschinken erkämpft. Scheiße. Oh oh. Deine Freunde sind doch jetzt gefangen, oder? Ah nee, sie haben es rüber geschafft. Mietwagen, muss ihrer sein. Aus. Hey, gut gemacht. Der sah mir fast wie der Anführer aus, aber ich glaube, sowas gibt es da nicht. Boah. Na, storymäßig war der Anführer dieser kleinen Truppe da, nur effektiv bedeutet das nichts. Ja. Okay. Ist da noch einer? Da. Aber ich komme halt nicht. Ach, doof. Ich muss irgendwie eine bessere Position haben. Ah, Mist. Explosiv. Gute Idee. Okay. Du hast echt, also wenn ich das vergleiche mit dem ersten Mal Uncharted spielen, du bist echt besser geworden im Schießen. Ja, danke. Ich muss jetzt nur mal gucken, weil die Waffe ist gerade leer. Ja. Scheiße, da sind noch mehr. Warte mal, da sind doch auch noch nicht alle tot gewesen, oder? Nee. Oh, Sully, du alter Engterhaken. Würde dich gerne ins Meer werfen. Mit? Keine Ahnung. Warum den armen Sully ins Meer werfen? Weiß nicht. Man kann ihn ja als Boot benutzen. Nein, das wollte ich nicht. Dein Cover ist echt nicht gut. Ich wollte das alles überhaupt nicht. Hallo. Ach, scheiße, wo es umzingelt. Wir sind nach hinten gekommen. Ja. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe nie den Zusammenhang zwischen Himmel, Arsch und Zwirn verstanden. Das stimmt, eine alte Schneiderweisheit. Immer den Arsch in den Himmel strecken, damit der Zwirn gut sitzt oder so. Ja. So läuft das doch. So, warte. Ach komm. Das ist doof. Ich muss die schneller töten, aber ich habe nur eine Scheißwaffe. Wobei die hat jetzt wieder 3 Schuss wenigstens. Weil die kommen gleich hinten rum und dann ist Kacke. Hm? Was? Ah, ist alles gut. Du könntest gucken, ob du sie irgendwie ausmanövrieren kannst. Hm, da kommen sie. Ach. Ich weiß immer noch nicht, wie man nachlädt. Wo sind die denn jetzt? Nachladen ist eine gute Frage. Scheiße. Chase. Entschuldigung, Sully. Gut gemacht, Junge. Du hast mir ins Gesicht, in den Hintern geschossen. Ja, Nomad, aber ich muss sagen, mir persönlich macht Stealth meistens weniger Spaß als Schießen. Stealth ist kacke für den Stream. Ich mag das einfach nicht. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Dreieck müsste nachladen sein. Ja. Nur gerade? Ja, da auch von hinten. Von überall gerade irgendwie, ja. Ne? Okay, da ist eine Granate. Das ist gut. Du musstest von dem Stein da weg. Es ging gar nicht mehr. Ich will, dass ihr mit der Suche beginnt. Sofort! Ah, Steph. So, jetzt sind die wieder von hinten hier. Aha! Also das mit dem Flankieren ist in dem Spiel echt böse. Deswegen, also das haben die in den anderen Teilen nicht so krass gemacht mit dem Flankieren. Petruschka, das ist deep. Also das ist genial irgendwie. Die Banditen kommen von überall her. Ach, wieder im Arsch geschossen. So, jetzt... Bitte, 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 ich will doch nur wieder leben. Ich will leben. Okay. Ist der jetzt tot oder tut er nur so? Okay. Wo sind die restlichen Typen? Da. Hey, das ist zu nah. Mir gefällt der Soundtrack gerade richtig gut, ja, irgendwie. Hey Nate, weg! Mal runter mit der Brücke. Dann mal runter mit der Brücke. Was machen die da? Die machen kollektives... Ja, das Synchronklettern werden sie wohl niemals los. So, Moment, wir waren jetzt eben schon dabei, die Brücke runterzulassen eigentlich, ne? Genau. Wurden wir jetzt unterbrochen? Ihr wurdet unterbrochen. Das Fahrzeug ist immer noch auf der anderen Seite und das soll ja rüber. Aber du musst wieder hoch. Ein Brückus Interruptus. Mhm. Genau, also es ist halt schon dynamischer und weil sie halt auch einfach versuchen, einen von hinten zu nehmen. Diese Neun. Verrückten Schweine. Schweine. Hallo, Pavoko. Na bitte. Nun. Dö, 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 dö. Okay, Pavavoke. So, jetzt könnt ihr doch durchfahren. Oder braucht ihr mich dafür? Die sitzen ja schon so, ich muss fahren. Ah ja, eigentlich. Immer muss ich fahren. Eben meinte Sully halt, dass er jetzt den Wagen rüberfährt. Und dann wurdet ihr unterbrochen und damit ist der Vertrag jetzt nicht mehr gültig oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich musst du fahren. Schweine sind Schweine. Erstmal in den Abgrund fahren. Das wäre so episch. Alles neu machen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch? Ja. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende sehr malerisch aus. Das sieht super aus. Sieht aber echt aus wie gemalt. Als hätten sie das bei der Entfernungsstufe gezeichnet. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. Ich meine, im Grunde genommen haben sie natürlich alles gezeichnet. Aber... Na, wobei, das gezeichnet wäre auch nichts Neues. Das war sogar in den alten Tomb Raiders so. Aber du siehst, was ich meine, ne? Ja. Geländer drin gewesen? Das wirkt halt nicht wirklich, als wäre es 3D in irgendeiner Form. Das ist wahrscheinlich einfach wirklich eine... Wie heißt denn das? Müssen wir hier das Auto stehen lassen? Doch, du kannst da durchfahren. Ja, aber die Treppe hoch eher nicht. Probieren dann müssen wir hier wieder es. Ziehen. Müssen doch wieder das Auto hochziehen. Ja, Treppe hoch an den Baum und dann... Wahrscheinlich. Wie steige ich... Oh, das wieder. Wie steigt man aus? Du musst erst das Seil ans Auto machen. Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Beisache. Das wären 400 Millionen. Nun. Okay, ich muss die Treppe nehmen. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt seinen Partnern nie, wie viel ein Job wirklich abwirft. Yay, freischaltbare Artworks. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben.
Glaubt mir. Ihr könntet den Irren auch einfach töten. Wieso steht das eigentlich gar nicht zur Debatte? Bitte. Naja. Ja, weil das liebe Menschen sind. Ja, aber der Irre ist ja ein Schwerverbrecher, der aus dem Gefängnis geflohen ist. Dum, dum, dum. Ja, genau, eines der vielen Rätsel der Gaming-Welt. Wie steige ich aus? Lass mich raus, Lara. Das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Ich wollte eigentlich fahren. Wie du eben über das Seil gehüpft bist, dass du selbst gespannt hast. Das ist cool. Oh, nee. Bessere Ware findest du nirgendwo. Oh, was? Nein! Das ist gerade so Jurassic Park. Ich hab dich! Halt dich fest, Junge! Ich hab dich! Alter, das ist gerade sowas von Jurassic Park. Wie unglaublich cool! Wie unglaublich cool! Und jetzt klettert er da wieder dran hoch, wie bei dem Zug. Bumblebee hat etwas geschrieben, ich trage es gleich vor, Bumblebee. Okay? Jetzt gerade passt es nicht. Schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Begrüßt heißt du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir und du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit. Langsam, Junge, langsam! Oh. Alter, dieser Baum ist echt krass drauf. Gut, dass das ein dicker Baum ist. Wie viele Tonnen wiegt das Fahrzeug wohl? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Okay. Okay, Sekunde. Okay, aber komm zurück, bevor es dunkel wird, ja? Wie geil ist das denn? Bumblebee spendete 3 Euro und hat geschrieben, leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Greif nach den Sternen, du bist bereit. So hatte ich mir das mit den Nacht- und Sterngreifen nicht vorgestellt. Glaub an dich, bald ist es soweit. Nun. Okay, haltet euch gut fest. Du musst Anlauf haben, denke ich. Gibt's einen Rückwärtsgang? Ja. Ja. Wäre Fail, aber ist auch nur ein Mietwagen. Dankeschön auf jeden Fall, Bumblebee. Dankeschön. Bumblebee-Mon. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Krass. Aussteigen? Los, gehen wir rein. Boah. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ja, Nomad, ich hab... Das ist aber nicht rollstuhlgerecht, hier. Er hat sich gerade sehr komisch bewegt. Boah, dieser Turm. Hier können wir nicht rein. La la la. Ich bin ja immer so, wenn man von hinten und so attackiert wird im Fernkampf, bin ich immer ganz gestresst, weil ich bin ja so ein Verschanzmensch. Ich muss mich ja immer verschanzen und eine Übersicht haben und so. Und das geht ja nicht, wenn die dann plötzlich hinter dir sind und du nicht weißt, wo du hin musst. Und dann bin ich wie so ein aufgescheuchtes Kaninchen immer unterwegs. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Wow. Eot. Eot. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das ist 8 Pulverfässer und du kannst da... Das ist da wohl runtergerollt, richtig? Ja, aber was bringt es, liebe Kinder?
Jetzt könntest du halt drauf schießen, nur da macht das halt natürlich eher wenig Sinn.